Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer heutigen Fahnenhissung begrüßen und eröffne damit den ersten CSD in Cottbus. Wir wollten damit ein Zeichen setzen für Toleranz, Akzeptanz und Lebensvielfalt. Ich würde jetzt das Wort an Herrn Nicht übergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, dass ich den ersten Christopher Street Day in Cottbus eröffnen darf, der unter dem Motto steht: Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Das ist das erste Mal hier in dieser Stadt und ich will das vielleicht mal so bewerten: Das ist gut so. Heute wird es viele Begegnungen geben, die es im Alltag sonst nicht gibt. Im Alltag müssen wir aber gemeinsam uns solidarisch in eine Reihe stellen und dafür eintreten, dass Lesben und Schwule als natürlicher Teil dieses Lebens behandelt werden, mit uns gemeinsam in der Familienpolitik, in der Durchsetzung der umfassenden Gleichstellung und in der Abwehr jeglicher Art von Diskriminierung. Es gibt da zwar ein allgemeines Gleichstellungsgesetz, das ist aber mitunter und manchmal viel zu oft noch ein Stück Papier. Und das müssen wir gemeinsam ändern. Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz herzlich bei der AIDS-Hilfe Lausitz e.V. bedanken. Nicht nur dafür, dass Sie heute diese Veranstaltung zum ersten Mal organisiert haben, sondern dass Sie damit auch ein Stück Geschichte in unsere tolerante und weltoffene Stadt Cottbus gebracht haben. Ich möchte gern, dass wir hier damit die Grundlage dafür legen, dass diese Veranstaltung alljährlich in dieser Stadt stattfinden kann, dass das die erste Marke in einem langen Kalender sein soll. Ich bedanke mich für Ihre unermüdliche Arbeit in Prävention und Aufklärung im Kampf gegen HIV und AIDS. Ich möchte gern, dass heute ein klares Signal ausgeht, dass hier in dieser Stadt jeder leben soll und kann und darf, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe und wie er gern leben möchte. Ich bedanke mich bei allen Helfern. Ich wünsche Ihnen alles Gute heute Abend überhaupt. Und dann möchte ich die Gelegenheit nutzen. Ich drehe Ihnen jetzt mal unhöflicherweise den Rücken zu, aber das hat einen Grund, dass die Flagge gehisst wird. Ich gebe jetzt ein Zeichen. Bitte Flagge hissen! Ich hoffe, dass Sie dieses Symbol der Regenbogenflagge auf dem Cottbuser Rathaus mit in den schönen Abend und in die nächsten Tage nehmen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich sozusagen als Erste unter diesem Zeichen der wehenden Regenbogenflagge sprechen kann. Die Regenbogenflagge steht für Frieden und Toleranz weltweit und das ist das Zeichen, was wir hier in Cottbus ganz dringend brauchen. Ich bin auch Sprecherin des Cottbuser Aufbruch. Das ist ein Aktionsbündnis für ein gewaltfreies, tolerantes Miteinander. Es gibt uns jetzt schon seit 10 Jahren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nach einigen Jahren eigentlich unser Bündnis auflösen können, weil wir das Ziel von Gewaltfreiheit und Toleranz erreicht haben. Aber Sie alle wissen, dass das ein langwieriger Prozess ist, an dem wir alle noch sehr intensiv arbeiten müssen. Ich bin auch gesundheitspolitische Sprecherin meiner Fraktion und insofern ist es mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir uns auch für die AIDS-Hilfe weiter engagieren. Es ist ja um das Thema AIDS eher zu still geworden. Und trotzdem wissen wir, dass es nach wie vor unbedingt notwendig ist, sehr viel intensiver aufzuklären, präventiv zu arbeiten, in den Schulen, in den Verbänden, überall, auch über unterschiedliche, vielfältige Lebensformen aufzuklären und eben AIDS-Prävention zu betreiben. Und dass wir die Menschen, die wirklich von AIDS betroffen sind, unterstützen und sie nicht an den Rand schieben, sie nicht auch in sozialer Not leben lassen. Die medizinische Seite ist ja zum Glück besser gelöst als noch vor 10 oder 20 Jahren. Trotzdem gibt es genug zu tun, damit auch diese Menschen ihr Leben in Würde führen können und so lange wie möglich auch selbstbestimmt leben können.
Ich freue mich, dass Lothar nicht gerade angekündigt hat, dass wir den Christopher Street Day hier zu einer Tradition machen wollen, dass wir heute den ersten Tag, den ersten Abend erleben, wo wir diese Flagge in diesem Sinne gemeinsam hissen. Und ich wünsche mir, dass das eine lange, ununterbrochene Tradition wird und dass wir jedes Jahr ein Stück mehr sagen können. Wir haben mehr Toleranz in unserer Stadt. Jeder kann sich so entfalten und leben, wie er möchte, ganz egal, wie er sich sexuell orientiert, ganz egal, woher er kommt, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat. Und dass wir alle ein Stück weit ein gutes Miteinander leben. Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihr Engagement, wünsche Ihnen viel Kraft und Erfolg und viel Freude und Spaß bei der Party und bei dem, was uns heute Abend noch alles abspielt, und Ihnen allen alles Gute. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wie Sie wissen, hat es manche Irritationen im Vorfeld dieses Tages gegeben. Aber eins ist ganz klar, das Präsidialkollegium der Uni hat sich ganz deutlich auch positioniert in einer Sitzung am Donnerstag, dass wir das Anliegen diskriminierungsfreien Lebens, selbstverständlich auch der Lesben und Schwulen, uneingeschränkt unterstützen. Und wir freuen uns, dass es hier auch zu dieser gemeinsamen Aktion kommt. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich einen schönen Abend wünschen, eine schöne Party wünschen. Und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren das ein bisschen entspannter vollziehen können. Aber ich hoffe, dass Sie durch mein Hiersein ganz klar sehen, dass wir Ihrem Anliegen gegenüber ganz bestimmt aufgeschlossen sind. Und das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Die Uni und die Stadt steht dafür, dass hier dieses Cottbus ein freies Cottbus ist, ein liberales Cottbus ist, ein weltoffenes Cottbus ist. Und ich glaube, diese Botschaft, die sollte trotz mancher Vorfälle in der Stadt immer wieder jeder nach draußen hören. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges gemeinsames Anliegen. Dankeschön und schönen Abend. Ja, aber es ist das erste Mal, dass die Regenbogenfahne über Cottbus weht. Und ihr könnt auf alle Fälle zwei Sachen für euch verbuchen. Ihr habt erstens den höchsten Fahnenmast im ganzen Land Brandenburg. Wir sind ja mit andersartig mit CSD-Touren durch eine ganze Menge von Städten gefahren. Da waren die Fahnenmasten immer so auf Erdbodenhöhe gewesen. Und wir haben uns schon gefragt, als wir hierher gekommen sind, Mensch, wo wollen Sie denn die Fahne aufziehen? Bis wir zum Dach des Rathauses geguckt haben und gesehen haben, Mensch, so hohe Fahnenmasten hatten wir noch nie gehabt. Also das ist der erste Rekordpunkt, den ihr erreicht habt. Und der zweite Punkt, den ihr euch auf eure Fahnen schreiben könnt, auf jeden Fall so viele Leute zum Flagge hissen. Da kann sich Potsdam eine dicke Scheibe abschneiden und das ist ein ganz dicker, fetter Beifall wert für die EZ4 in Cottbus, dass sie das geschafft haben.